Wenn euch die Filme dieses Kanals gut gefallen haben, wäre es großartig, wenn ihr unseren Kanal mit einem positiven Bewertungsklick, einer Abonnementanmeldung und einem Kommentar unterstützen könntet. Denn nur so können wir den YouTube-Algorithmus aktivieren und weiterhin hochwertige Inhalte für euch produzieren. Jetzt wünsche ich euch eine fesselnde Zeit beim Anschauen der vierten Folge unseres packenden Filmkanals. Logbucheintrag. Sternzeit 7.12.3511. Die Anomalie, durch die wir vor über 4 Dorsek in diesen Teil der Galaxie gekommen sind, ist nun geschlossen. Sie wird keinen Schaden mehr anrichten. Die Spezies, die hier einst gelebt hat, nannte sich selbst Sokoliraner. Für mich immer noch ein fast unaussprechliches Wort. Ihren Datenbänken zufolge haben sie einst mit den Tarax und Soxas auf demselben Planeten gelebt. Dank meiner Crew ist es gelungen, die Anomalie ein für alle Mal zu schließen. Wir haben ihre Bibliotheken und Datenbänke auf das Hauptschiff die Quer 2 übertragen, um dann mit dem Recycling und der Replikation der neuen Schiffe begonnen. Die Sokoliraner hatten ein Material entwickelt, das die Energie der Waffen der Tarax und Soxas vollkommen absorbieren kann. In Verbindung mit der Absorbertechnologie von Mervyn ist es nun unwahrscheinlich, dass wir durch einen einzigen Schuss aus der Hauptwaffe ihrer Schiffe Schaden nehmen. Jedes unserer Schiffe hat durch dieses neue Material ein Update erhalten. Aufgrund unserer besonderen Technik zur Übernahme fremder Schiffe haben wir die Absorber in die Schiffe integriert. Wir sind jetzt bereit, unseren letzten Weg zur Erde anzutreten. Ich hoffe nur, dass wir noch etwas vorfinden, das es zu retten lohnt. Aber ohne die nötige Kapazität an Schiffen könnten wir niemanden retten. Logbucheintrag Ende. Captain, vor 200 Parsec wurde das letzte Generationenschiff in die Flotte aufgenommen. Nach Abschluss der Inspektion kann ich sagen, dass das Schiff voll einsatzfähig ist. In Anbetracht der Größe unserer Flotte empfehle ich eine Neuregelung der Hierarchie. Ich nehme an, Sie haben sich dazu schon Gedanken gemacht. In der Tat, Captain. Mein Vorschlag wäre, jedem Schiff einen Namen zuzuweisen. Des Weiteren braucht jedes Schiff seinen eigenen Captain, was die Captain logischerweise 2 Ränge höher bringt. General, haben Sie schon Vorschläge für die Namen? Ich dachte an Sternenkonstellationen und Sterne selbst. Der Gedanke gefällt mir. Wenn wir schon bei der Vergabe von Namen und Titeln sind, dann wäre es sinnvoll, dies auch für die unteren Ränge zu ergreifen. Talia, an was haben Sie da gedacht? Ich nehme Sie als Beispiel Erster. Aus dem ersten Offizier müsste ein Commander werden. In Ihrem Falle müsste es heißen First Commander. Wenn Sie sich dann noch einen Namen dazu aussuchen würden, wären Sie innerhalb der Flotte einzigartig zu erkennen. Für die anderen Schiffe würde Commander und Captain ausreichen. Die Idee gefällt mir, ich habe allerdings noch eine Frage. Wenn wir uns zukünftig zu erkennen geben, wie nennen wir uns dann? Eine gute Frage. Ich hätte da einen Vorschlag. Durox ist doch ein Planet ohne jegliche Regierung. Genau genommen haben wir unsere Herkunft, unsere Entstehung auf Durox. Wie hört sich das an? Wir sind die vereinte Flotte von Durox. Das hört sich gut an. Ja, das gefällt mir. Ja, das ist gut. Oh ja, das hört sich wirklich gut an. Entschuldigt, vergesst ihr nicht etwas? Auf Durox gibt es nichts außer Wüste. Ich meine, wenn wir mit euren Leuten dort ankommen, sollte dann dort nicht zumindest eine vernünftige Stadt stehen? Wir könnten die mobile Werft mit folgender Aufgabe zurückschicken. Bis wir auf Durox ankommen, könnte mit der Werft eine neue Zivilisation vorbereitet sein. Wir müssten dazu nur bei der Rückreise mit halber Hypergeschwindigkeit fliegen. Dann hätte die Werft genügend Zeit, den Heimatplaneten zu terraformieren. Die Ideen gefallen mir alle. Was braucht die mobile Werft für ihren Auftrag? Theoretisch nur die Replikatoren, die sowieso schon an Bord sind. Gut, dann beginnen Sie Erster. Ich denke, ich habe schon ein paar Namen für die Schiffe. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg von Tarek gegangen sind. Wie ich an Ihrem Äußeren sehe, hat Ihre Fantasie keine Grenzen. Behalten Sie diese Fähigkeit des Denkens in Ihrem Herzen aufrecht. Unkonventionelles Denken und Handeln ist in Anbetracht unseres Feindes sehr wichtig. Ich teile Ihnen jetzt Ihre Kommandos zu. Captain Norbu und Commander Wax, Sie übernehmen die Durox Base One und fliegen nach Durox zurück. Ihre Aufgabe ist es, den Planeten Durox zu einer Oase des Lebens zu terraformieren. Bauen Sie für die derzeitigen Bewohner eine ebenso blühende Oase wie für die kommenden Bewohner. Zeigen Sie ihnen, dass sie nicht vergessen worden sind. Für die Rettungsmission zur Erde sind folgende Kommandos eingeteilt. Captain Tark und Commander Unak, Sie übernehmen die Alpha Centauri. Captain Krobus und Commander Oruk, Sie übernehmen das Kommando über die Sirius.
Captain Rack und Commander Sax. Ihr Kommando ist die Sigma 9. Captain Xar und Commander Sucra, sie übernehmen das Kommando über die Vega 7. Für die Verteidigung der Flotte sind folgende Kommandos zuständig. Captain Turok und Commander Zorg, sie übernehmen das Kommando über die Terra 1 und geben zusammen mit der Quert 2 sowie dem Destroyer Durox unter dem Kommando von Captain Beatrice der Flotte Rückendeckung. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Major Mace, bitte sorgen Sie dafür, dass unser taktischer Zustand immer aufrechterhalten wird. Jawohl, Captain. Leutnant Duval, veranlassen Sie rechtzeitig einen jeweiligen Stopp zum Aussetzen der Transporter-Sonden. Ich möchte sicherstellen, dass wir den ganzen Sektor unter Kontrolle haben. In Arbeit, Captain. Leutnant Zukova, halten Sie den Kurs auf den Gasriesen Gorm 47. Jawohl, Captain. Der Kurs liegt an. Commander Wax. Ich möchte die Eismonde des Gasriesen Gorm 47 mit den Teleporter-Sonden abbauen. Wir können unmöglich den benötigten Anteil Wasser in unsere Frachträume aufnehmen. Jawohl, Captain. Ich werde einen Plan zum Abbau der Eismonde initiieren. Ensign Farrell, planen Sie den Bau für die Trabantenstädte. Ich möchte wissen, wie viel Material wir benötigen. Jawohl, Captain. Leutnant Lux, gehen Sie auf gelben Alarm. Machen Sie Meldung von jedem noch so geringen Abweichen der Norm. Sollten Sie sich nicht sicher sein, gehen Sie auf roten Alarm. Ich habe verstanden. Commander Wax, Sie haben die Brücke. Ich bin in meinem Raum. Jawohl, Captain. Captain, Sie werden auf der Brücke gebraucht. Ich bin unterwegs. Captain auf der Brücke. Der Schiffszustand ist maximaler taktischer Zustand. Captain, Leutnant Lux hat soeben einen Tarax Leviathan geortet. Ich habe das Enter-Kommando schon aktiviert. Leutnant Zukova, wie lange noch, bis wir in Transporter-Reichweite sind? Bei der derzeitigen Geschwindigkeit, Hyperdrive 7, benötigen wir noch 200 Parsec. Leutnant Duval. Scannen Sie, bis die Übernahme des Leviathan abgeschlossen ist, nach Lebenszeichen, die nicht von den Tarax sind. Sollten Sie biologische Lebenszeichen finden, teleportieren Sie diese und behalten Sie diese im Puffer. Ja, Captain, in Arbeit. Ensign Farrell, scannen Sie den Bereich um den Gasriesen Gorm nach allem, das ungewöhnlich ist. Ob es ein Asteroid ist, der sich verkehrt herumdreht, oder ob es eine schwache Energiesignatur ist. Sie machen sofort die Koordinaten aus. Jawohl, Captain. Major Mace, aktivieren Sie sämtliche passiven Abwehreinheiten. Sollte dies eine Falle sein, möchte ich vorbereitet sein. Im Falle, dass sich eine Rettungskapsel vom Leviathan löst, teleportieren Sie diese in den Puffer. Jawohl, Captain. Computer, öffne einen schiffsweiten Kanal. Captain, Sie können sprechen. Wir treffen in weniger als 200 Parsec auf einen Tarax Leviathan. Unser derzeitiger Schiffszustand ist maximaler taktischer Zustand. Achten Sie während der Übernahme des Leviathans auf jegliche Ungereimtheiten in Ihrer Umgebung, möge sie noch so gering sein. Ich erwarte, dass Sie dann sofort eine Meldung machen. Captain Norbu, Ende. Wir verlassen in 2 Parsec den Hyperdrive. Ich lade das Enter-Kommando in den Musterpuffer. Auf diese Weise sparen wir 10 Mikrosec. Es befinden sich keine anderen Lebenszeichen an Bord des Leviathan. Ich kann keine Veränderungen in der Umgebung erfassen. Ich scanne jedoch weiter. Das Enter-Kommando ist an Bord des Leviathan. Der Leviathan geht in Phasenverschiebung. Die gesamte Besatzung des Leviathan wurde neutralisiert. Commander Wax, schicken Sie eine Crew an Bord des Leviathan. Gliedern Sie ihn in die Flotte ein.
sorgen Sie dafür, dass die flottenspezifischen Modifikationen am Leviathan durchgeführt werden. Jawohl, Captain. Leutnant Duval, beginnen Sie mit dem Aussetzen der Teleporter-Sonden. Ja, Captain, in Arbeit. Captain, das Teleporter-Netzwerk ist für diesen Sektor installiert. Leutnant Duval, sind alle Teleporter-Sonden in maximalem taktischen Zustand? Ja, Captain. Alle Teleporter-Sonden sind in maximalem taktischen Zustand. Leutnant Sukhova, setzen Sie einen Kurs nach Durox mit maximalem Hyperdrive. Jawohl, Captain. Ich setze den Kurs nach Durox mit maximalem Hyperdrive. Captain, ich habe die Analyse über die Verteidigungsmöglichkeiten der neuen Kolonie gemacht. Wir können unmöglich den ganzen Planeten Durox während der Terraformierung schützen. Commander, was schlagen Sie also vor? Ich schlage vor, wir bauen eine Orbitalstation. Der Vorteil dieser Orbitalstation wäre, dass sie vollkommen in maximalen taktischen Zustand gehen kann. Commander, beginnen Sie mit der Planung. Ensign Ferrol, helfen Sie Commander Wax bei der Ausarbeitung dieser Orbitalstation. Jawohl, Captain. Jawohl, Captain. Leutnant Sunshine, Bericht. Captain, keine besonderen Vorkommnisse. Es gibt lediglich einen Nebel in 500.000 km Klickentfernung an Steuerbord. Major Jackson, halten Sie die Hauptwaffe in Schussbereitschaft. Aye, aye, Captain. Leutnant Blork, wie ist unsere derzeitige Geschwindigkeit? Wir fliegen derzeit mit maximalem Hyperdrive. Der Antrieb ist unter 85% Last. Die Schilde halten bei 100%. Der Blick nach Achtern zur Flotte ist im grünen Bereich. Die Quer 2 wird in 50 Parsec eine weitere Boje mit Teleporter-Sonden aussetzen. Leutnant Chase, laden Sie 3 Enter-Teams in den Musterpuffer. Ich möchte, dass wir jederzeit bereit sind. Den Langstreckenscans zufolge hat der zentrale Planet eine ungewöhnliche Flugbahn. Leutnant Nicole, erklären Sie das bitte genauer. Der Trabant des zentralen Planeten hat eine ungewöhnliche Masseverteilung. Es liegt der Schluss nahe, dass der Trabant des zentralen Planeten zum Teil zerstört wurde. Wie lange noch, bis wir Genaueres mit den Scannern erfassen können? Meiner Schätzung nach, in 2 Tagen. Dann können wir es mit den Kurzstreckenscannern genauer erfassen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Jawohl, Captain. Computer, wie ist der allgemeine mentale Zustand unserer Gäste? Der mentale Zustand der Gäste hat sich seit dem Verlassen der Dergosh entscheidend verbessert. Admiral, ich möchte mir, wie alle anderen, auch einen Namen aussuchen. Selbstverständlich, wenn dies dein Wunsch ist, lass mich wissen, wie ich dich ansprechen soll. Danke, Admiral. Admiral, ich möchte Sie bitten, mich zukünftig mit Verena anzusprechen. Ich empfinde es als unschön, nur mit einem Sachnamen angesprochen zu werden. In Ordnung, Verena. Wie ich dir gestern schon gesagt habe, kann ich dich gut verstehen. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig für mich als Mensch. Ich verspreche dir jedoch, dass ich mich bemühen werde, es nicht zu vergessen. Ich weiß das zu schätzen, Admiral. Admiral, ich setze jetzt die Boje mit den Teleporter-Sonden aus. Meine Scans haben keine besonderen Ergebnisse erbracht. Admiral, Captain Beatrice wünscht eine holographische Besprechung. Die Teilnehmer sind Captain Norbu, Captain Turok sowie Captain Beatrice. Verena, bitte stelle sie durch. Admiral. Admiral. Admiral, mein Leutnant Nicole hat eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Offenbar ist er mondbeschädigt worden. Ein genaues Ergebnis bekommen wir in 2 Tagen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Henry, sicher hättest du schon früher dort sein können. Aber dein Schiff, die Quert, hatte nicht die Kapazität, alle mitzunehmen. Es macht also keinen Sinn, sich deswegen Vorwürfe zu machen. Wir haben vor 200 Parsec.
einen Tarax-Leviathan aufgebracht. Er befand sich im Orbit des Gasriesen Gorm. Wir haben den Leviathan nach der Übernahme in die Flotte integriert. Commander Wax hat Berechnungen zur Verteidigung des Planeten Durox angestellt. Während der Terraformierung sind wir nicht in der Lage, den Planeten ausreichend zu schützen. Wir bauen deswegen übergangsweise eine Orbitalstation, in der sie ihre Zivilisation für die erste Zeit unterbringen können. Captain Norbu, ich danke Ihnen und Commander Wax für Ihre Weitsicht. Beim Bau der Orbitalstation bewaffnen Sie diese bitte ausreichend. Notfalls bauen Sie eine zweite, damit Durox geschützt werden kann. Admiral, ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Commander Sorg und ich sind zu der Ansicht gelangt, dass sich die Quer 2 und die Terra 1 rotierend um die Generationenschiffe bewegen sollten. Die Generationenschiffe selbst sollten sich ebenfalls entgegengesetzt rotieren bewegen. Auf diese Weise wird es einem möglichen Feind schwer gemacht, ein Schiff ins Ziel zu nehmen. Captain Turok, übertragen Sie Ihre Pläne an die gesamte Flotte, damit wir ein Verfahren ausarbeiten können. Captains, Admiral, wir sehen uns. Beatrice Ende. Admiral, Captain Norbu Ende. Admiral, Turok Ende. Talia, Soria, was haltet ihr davon? Ich finde es fantastisch, wie Sie alle mitdenken. Das mit deiner Welt tut mir leid. Jedoch hatten wir die Information schon aus der Datenbank. Henry, ich bin der Meinung, es gibt eine Zeit für die Trauer. Es gibt aber auch eine Zeit für das Handeln. Im Moment ist die Zeit für das Handeln. Die Soxas haben schlimmer zugeschlagen, als es in den Datenbänken geschrieben stand. Ich hatte die Hoffnung, dass wir mit den jeweiligen Regierungen vernünftig reden könnten. Wenn ich das Verhalten unserer Gäste zugrunde lege, bin ich der Meinung, wir müssen erst die Personen finden, mit denen vernünftig zu reden ist. Nach dem, was wir durch die Drohnen erfahren haben, schlage ich vor, dass wir ganz bewusst erst einmal die Wissenschaftler kontaktieren, die noch übrig sind. Es ist zu lange her seit dem Angriff. Es haben sich Gruppierungen gebildet und neue Hierarchien. Die neuen Führer dieser Gruppen werden jede Einmischung von uns als Affront gegen sie verstehen. Richtig, Sandra. Wir müssen erst einmal welche finden, mit denen wir vernünftig reden können. Gut, was sind also eure Vorschläge? Wir haben vereinzelt Radiosignale aufgefangen. Ich denke, wir sollten versuchen, mit den Betreibern dieser Radiostationen Kontakt aufzunehmen. Sie erreichen wahrscheinlich mehr von ihren Leuten, als wir es tun könnten. Was wäre, wenn ich eine Radiosendung ausstrahlen würde? Ist dann halt etwas ganz Belangloses. Wir können ja feststellen, ob diese Sendung gehört wird. Dann erst nach und nach kann ich von einer neuen Zukunft sprechen. Ginger, das machst du. Diese Idee gefällt mir sehr gut. Commander Eren, Ihre Idee ist ebenfalls gut. Auch dieser Ansatz muss verfolgt werden. Wir könnten doch ein Konservenlager replizieren. Und Ginger könnte das über ihre Radiosendung bekannt geben. Diejenigen, die sich dann dort versammeln, sind auf jeden Fall positiv gegenüber Ginger gestimmt. Ich würde aber nicht nur ein Konservenlager replizieren, sondern in größeren Abständen weitere. Dann könnte Ginger eine Sondersendung machen und allen bekannt geben, dass sie zu einer Gruppe gehört, die solche Lebensmittellager sucht. Das wäre zumindest ein Beginn für einen positiven Einfluss auf die ganze Situation. Die Wissenschaftler sollten aber auch zu Wort kommen. Die Möglichkeit, dass die Wissenschaftler Einfluss nehmen könnten, sollten wir nicht unterschätzen. Wir sollten uns aber auch darüber im Klaren sein, dass sie gegenüber Raumschiffen und Fremden nicht sonderlich friedlich sind. Also, Ginger, du beginnst mit der Übertragung deiner ersten Sendung. Ich denke da an eine Radiosendung, so wie es sie früher gab, etwas Musik und etwas Smalltalk. Erzähl den Leuten, dass du zu einer Gruppe gehörst, die versuchen, all die Leute zu finden, die wieder einen Aufschwung möglich machen. Sehr gute Idee, Henry. Henry, du könntest ihnen doch berichten, wie man Treibstoff aus Abfällen herstellt.
Eben lauter solche nützlichen Dinge, wie man aus einfachsten Gegenständen oder Zutaten etwas Nützliches herstellt. Ja, richtig. Wir müssen die Leute dazu bekommen, dass sie sich auf die Sendung einlassen. Wäre es da nicht ratsam, eine Basis auf der Oberfläche zu errichten, damit wir unter Umständen auch direkten Kontakt mit den Bewohnern aufnehmen können? Henry, Beatrice, Sandra und Ginger, ihr seid die Einzigen, die sich mit dem Leben auf eurem Planeten auskennen. Vor allen Dingen, die nicht auffallen. Der Rest von uns würde wohl die Aggressionen erst richtig aufkochen lassen. Wir müssen aber Sicherheitsvorkehrungen treffen, weil gegen einen Mob werden wir nicht bestehen können. Hier ist Radio Qi. Der Radiosender mit dem brandheißen News. Ein paar Freunde von mir haben vor einigen Tagen einen herrenlosen Container gefunden. Jetzt ratet mal, was darin war. Okay, okay. Ich verrate es euch. Ein Schiffscontainer voll mit Babynahrung. Es ist so viel Babynahrung, dass es für die Mamas auch noch reicht. Ihr erreicht mich rund um die Uhr auf den Amateurfunkfrequenzen 24 bis 24,5 GHz sowie im Bereich 47 bis 47,2 GHz. Übrigens, mein Freund Henry erklärt euch zu jeder vollen Stunde, wie ihr Biosprit selber herstellen könnt. Bleibt also dran, es lohnt sich. Jetzt geht es weiter mit cooler Musik. Hier ist Radio Qi.